Hey Leute und herzlich willkommen zu meiner allerersten Rezension hier auf meinem Kanal. Heute gibt's die Rezension zu Nicholas Sparks The Best of Me oder auch Mein Weg zu dir, wie der deutsche Titel ist. Ich habe die englische Version gelesen und die ist im Grand Central Publishing Verlag erschienen und ist so eine kleine Pocket-Edition praktisch. Das Buch hat 333 Seiten. Und ich werde diese Rezension in ein paar Teile aufteilen. Zuerst kommen wir zur äußerlichen Erscheinung, dann gibt es was zu den Charakteren, zur Handlung und zum Schreibstil. Äußerlich finde ich dieses Buch sehr schön, muss ich gestehen. Also dieses Cover gefällt mir super gut. Es ist ein Garten darauf abgebildet mit Blumen und Bäumen und eine Veranda. Und oben drüber hat es dieses goldene Label praktisch, wo der Autor und der Titel des Buches steht. Hinten ist auch eine ganz normale Inhaltsangabe, also keine Kommentare zum Buch selbst, sondern eine Inhaltsangabe, was ich immer sehr, sehr gut finde. Und ja, auch der Buchrücken macht sich ganz nett im Regal, denn da ist dieses Cover nochmal in klein drauf abgebildet. Und das Buch war auch sehr günstig, das hat mich, glaube ich, 6 Euro gekostet. Genau, die Schrift in dem Buch ist auch gut, also hat eine gute Größe, man kann es gut lesen. Die Seiten ja, sind jetzt ein bisschen klein, aber nicht weiter schlimm. Und auch das Papier ist sehr griffig, sodass man nicht ständig Angst haben muss, dass man 2 Seiten umblättert. Kommen wir zur Handlung in diesem Buch. In diesem Buch geht es hauptsächlich um Dawson und Amanda. Dawson und Amanda wohnen in einer Kleinstadt in den USA und kennen sich, seit sie Kinder sind. Sie haben sich in der Schule kennengelernt und, naja, haben sich ineinander verliebt. Dawson und Amanda kommen aber aus 2 völlig verschiedenen Familien. Amandas Familie ist reich, angesehen. Denn Dawson kommt aus einer Familie in dieser Stadt, die für Gewalttaten und illegale Machenschaften verantwortlich sind. Aber Dawson ist anders als seine Geschwister und seine Eltern. Denn er möchte sich richtig verhalten. Er möchte nicht irgendwelchen Leuten wehtun oder irgendwas Illegales tun. Und naja, so lernen sie sich lieben und eine wundervolle Jugendliebe entsteht, die, wenn es nach den beiden ginge, für ewig halten könnte. Außerdem verlässt Dawson seine Familie. Er zieht zu Tuck, welcher zwar auch zu den Coles gehört, aber trotzdem irgendwie anders ist und den Jungen aufnimmt. Er gibt ihm einen Job und ein Dach über den Kopf, sodass Dawson anfangs, wie es scheint, eigenes Geld verdienen kann. Allerdings, der Vater und seine Cousins nehmen ihm das Geld immer wieder ab und so kommt es dazu, dass Dawson einfach nicht aus dieser Stadt rauskommt. Bis er eines Tages sich gegen seine Familie stellt. Er verprügelt seinen Cousin und rät seinem Vater, ihn nie wieder zu belästigen. Währenddessen hat Amanda die Chance, auf ein tolles College zu gehen und ihre Eltern drängen sie natürlich dazu. Und so kommt es dazu, dass Dawson und Amanda sich trennen. Dawson verlässt Amanda sozusagen und sagt, dass sie auf jeden Fall auf dieses College gehen soll und ihn verlassen soll. Und so kommt es dazu, dass sie sich erst 20 Jahre später wiedersehen. Und zwar auf der Beerdigung von Tuck. Während Dawson weg war, ist Amanda immer mal wieder in die Kleinstadt nach Hause zurückgekommen und hat Tuck besucht, sodass die Verbindung irgendwie aufrecht geblieben ist. Klar, und Tuck hat natürlich in der Jugend mitbekommen, dass es eine große Liebe zwischen den beiden ist. Die Trennung zwischen Dawson und Amanda hat mir überhaupt nicht gefallen. Also es kam mir wirklich so vor, als wären das nur irgendwelche Bekannte, die sich dann verabschieden. Klar, die haben ein bisschen rumgeheult und so, aber es war jetzt nicht irgendwie groß ausformuliert oder großes Tamtam drum gemacht. Das hieß dann einfach, ja, und dann trennten sich ihre Wege. Das war ein bisschen, da dachte man so, okay, alles klar, weiter geht's. Ne? So, ja. Auf der Beerdigung von Tuck finden sie sich allerdings wieder. Und was dann alles passiert oder wie sie sich wieder vielleicht zusammenfinden, vielleicht auch wieder nicht, erfahrt es selbst, indem ihr das Buch liest oder den Film guckt. Ich hoffe, der Film ist so ähnlich wie das Buch, ich weiß es ja nicht. Das Ende. Ich möchte aber noch kurz was zum Ende sagen. Also ich verrate nichts, keine Angst. Aber dieses Ende in diesem Buch. Also ich muss sagen, ich bin so eine Person, während ich das Buch lese, denke ich nicht viel darüber nach, was gleich passieren könnte. Sodass ich immer überrascht bin von irgendwelchen Wendungen. Aber diese Wendung in diesem Buch.
Keiner hat mit so einem Ende gerechnet. Ich bitte euch. Was ist das überhaupt für ein Ende? Naja, ich habe auf jeden Fall Tränen geheult. Nicht gelacht, geheult. Geheult. Und dieser letzte Satz in diesem Buch. Ein Traum. Ein Traum von einem letzten Satz. Wirklich. Ich habe der Handlung also volle 5 Sterne gegeben. Denn es passiert immer was und es wird einfach nicht langweilig. Kommen wir zu den Charakteren in dem Buch. Diese Charaktere sind für mich irgendwie ein bisschen aufgeteilt in Gut, Böse und Mittel. Gut sind ganz klar Dawson und Amanda, die Protagonisten dieses ganzen Buches. Auch die bösen Charaktere sind ganz klar in diesem Buch, denn das sind definitiv Ted und Abby, die Cousins von Dawson. Also böser, glaube ich, als die beiden kann man nicht sein. Sie haben ein so verdrehtes Weltbild und so ein komisches Selbstverständnis. Also wirklich, da hat man manchmal gedacht, sowas gibt's noch? Hallo? Naja, auf jeden Fall korrupt, böse, schlecht, gewalttätig, schlimm. Ganz, ganz schlimm, diese beiden Charaktere. Ich habe sie gehasst. Wirklich gehasst. Dann kommen wir zu den Charakteren, die so ein Mittelding sind zwischen Gut und Böse. Und zwar sind das Evelyn und Frank. Frank ist der spätere Mann von Amanda. Und also, manchmal sind die gut, manchmal sind die böse. Manchmal machen die Sachen, die schlimm sind. Manchmal machen die Sachen, die gut sind. Also wirklich, da kann man sich nicht so ganz entscheiden. Ein ganz, ganz starkes Thema in diesem Buch für mich ist das Pflichtbewusstsein. Denn Gefühle spielen in diesem Buch auch eine sehr, sehr große Rolle, aber das Pflichtbewusstsein überwiegt meistens. Ob das gut oder schlecht ist, wer weiß. Muss halt jeder Mensch für sich selber klären. Manchmal hätte man sich gewünscht, dass sie ein bisschen mehr auf ihre Gefühle vertrauen. Die Charaktere in diesem Buch haben von mir 4 Sterne bekommen. Als letztes kommen wir zum Schreibstil im Buch. Wie ich schon gesagt habe, das Ende ist einfach grandios, grandios geschrieben. Man kann, also derjenige, der auf Seite 323 aufhören kann, also 10 Seiten vorher, Respekt, ich habe es nicht geschafft. Ich muss es sofort zu Ende lesen, egal was. Ich glaube, ich bin gerade in der Bahn gefahren und bin da natürlich auch ausgestiegen, aber habe, bevor ich ins Auto gegangen bin, diese letzten 10 Seiten gelesen. Ich konnte es nicht weglegen. So. An manchen Stellen allerdings, gerade zu Beginn, gerade an einer Stelle ist es sehr, sehr auffällig, und zwar da, wo der Cousin von Dawson ihn beschattet und ihn versucht umzubringen. Also, das Buch schreit, verfilm mich. Wirklich. Und das ist halt ein bisschen schade, weil man weiß halt, dass Nicholas Sparks Romane oft verfilmt werden, aber wenn der Autor schon so ein bisschen davon ausgeht, dann geht halt ein bisschen was verloren. Und also, teilweise dachte man sich so, da hat aber jemand schon die Szenen vorher geplant, Ja, Nicholas Sparks Schreibstil ist halt einfach schnell und einfach, aber dennoch anschaulich und sehr gefühlsbetont. Also man kann die Charaktere sehr gut nachvollziehen. Ich habe es auf Englisch gelesen und ich hatte überhaupt keine Probleme damit. Ich musste, glaube ich, keine einzige Vokabel nachschlagen, weil man hat alles so oder so verstanden. Und ja, ich finde es ganz, ganz toll. Es war teilweise auch ein bisschen poetisch, also er hat sich teilweise schon mit den Redewendungen und so Mühe gegeben, aber die meiste Zeit des Buches ist man nur so durch die Seiten geflogen, wirklich. Ja, das war mein erstes Buch, welches ich im April gelesen habe, und es war toll. Nicholas Sparks, The Best of Me.